oder der Bastelzeit. Und heute kombinieren wir mal zwei vorherige Videos. Vor einiger Zeit hatte ich ja meinen Messwandelzähler gezeigt, diesen Berg BZ40i. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Smart Meter, nur mit dem Unterschied, dass es die nötigen Messwerte halt direkt rausrückt. Ich hatte damals ja schon gesagt, dass das Ding Modbus verwendet, also im Endeffekt RS485, das ist eine serielle Datenschnittstelle und damit kann man das Ding fernauslesen. Allerdings im letzten Video hatte ich damit bisher noch nichts gemacht. Zwischenzeitlich habe ich dann meinen SDM120 geholt, das ist ein Einphasenzähler. Der ist nicht ganz so funktionsreich, aber ist im Prinzip auch ein Stromzähler, der dasselbe Protokoll spricht. Und da hatte ich dann einen ESP8266 dran gemacht, zusammen mit einem Modul, welches dieses RS485 umwandelt auf TTL-Pegel, sodass wir da die beiden Dinger, also den Stromzähler und den ESP überhaupt zusammenbringen können. Das hatte relativ gut funktioniert, aber naja, wir haben ja noch den großen Zähler hier. Und der hat da ein paar Herausforderungen für mich. Zum einen, naja, bei dem SDM120, da bin ich online gegangen, habe eine fertige Library runtergeladen und gut ist. So einfach wird's hier bei dem leider nicht. Hier gibt's noch nichts Fertiges. Das heißt also, die Library oder den Code muss ich wahrscheinlich komplett selber entwickeln. Sollte nicht allzu schwer sein. Das Protokoll ist jetzt nicht unbedingt Raketentechnik. Es geht ja lediglich darum, ein paar Messwerte zu lesen. Was ich dann noch schauen muss, naja, das Ding hier ist ein Dreiphasenzähler. Das heißt also, wir haben die dreifache Anzahl an Messwerten für die meisten Parameter. Und last but not least, beim letzten Mal hatte ich ja einfach die integrierte Webseite benutzt, die bei der Library dabei war. Ich denke, das ist ein ganz guter Startpunkt, aber ich hätte da schon gerne was, was dann auch so ein bisschen Historie macht, Diagramme zeichnen und ja, so ein bisschen modernere Webtechniken unterstützt, die das alles live updaten und so weiter und so fort. Und ja, das wäre dann mal so die To-Do-Liste für diesmal. So, Anschluss kennen wir ja schon. Ich werde wieder ein ESP benutzen und hier so ein TTL auf RS485-Wandler. Das sollte, denke ich, passen. Hat sich beim anderen bewährt. Holen wir noch ein paar Kabel und löten das erstmal dann passend zusammen. In der Hoffnung, dass es dann auch am Schluss sinnvoll funktioniert. Und ich sehe gerade, ich habe hier sogar andere Module. Der hier, der hat nur RXTX GND und VCC. Ich meine, der andere, der hatte auch irgendwie noch eine Richtungsanzeige oder sowas. Also das hier ist wohl der andere Typ, der automatisch die Richtung umschaltet. Soll aber hier mal nicht stören. Das passt eigentlich in jedem Fall. Müssen wir nur hier das noch an den ESP befördern. Und dann okay. Anschluss passt. Die andere Seite, mal gucken. Warte mal, das ist doch 5 irgendwas Millimeter Gedönse. Doch. Ich glaube, dafür habe ich sogar noch Schraubterminals. Lasst mal schauen. Haha, manchmal ist dann doch noch das Hirn besser als das System, in dem eigentlich die Bauteile verwaltet werden. Denn das hier war eine Restekiste. Passt aber perfekt. Ja, würde ich sagen, mache ich drauf. Das macht das Ganze einfacher, wenn ich da irgendwie das mal später, wobei ich glaube, ich mache es auf die Unterseite, dann kann ich schon lesen, was wo ist. Wenn ich da später mal die Dinge an- und abschrauben möchte, das macht es da ein bisschen komfortabler. Okay, sitzt, passt, wackelt nichts, hat nichts Luft. Dann, ja, viel haben wir ja nicht mehr. Programmieren. Die Software vor allen Dingen anpassen auf dieses andere Modul. Und dann mal gucken, ob der Zähler tatsächlich was Sinnvolles ausspuckt. Ach nee, kann er ja nicht, weil wir haben keinen passenden Code. Auch das werden wir irgendwie hinkriegen. So, dann gucken wir mal, ob wir den Code hier zurechtgebogen bekommen. Erst einmal gehen wir hier hoch auf 5 Sekunden. Ich habe die Befürchtung, dass werde ein bisschen mehr, was wir hier lesen müssen. Auch die Geschwindigkeit 9600 und das Ganze ist ein Not a Pin diesmal, denn wir haben ja keinen Richtungsanzeiger. Static IP haben wir nicht und hier geht's dann los. SDM, wo kommt denn das her? Oh, das kommt aus der Library. Das ist schlecht. Dann suchen wir uns mal die Anleitung von diesem Bergzähler. Tja, und das sieht dünn aus. Die Register sind leider nicht aufgelistet. Ah, perfekt.
Es gibt noch eine zweite Anleitung, und zwar das BZ40i Multifunctional Energy Meter Modbus Protocol Manual. Das klingt doch genau nach dem, was wir hier suchen. Und ich hoffe doch, dass hier irgendwo dann die Register stehen. Und da sehen wir doch die Measured Values. System Voltage, LN Phase 1, LL, System Current, Phase Current, Power Factor, Apparent Active Reactive, der Neutralleiterstrom. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Würde ich sagen, versuchen wir uns mal da dran. Und ich kannte jetzt einfach mal so ziemlich alles hier raus, sodass nur noch das Nötigste drin ist. Dann würde ich sagen, holen wir einfach mal irgendetwas, was wir sinnvoll lesen können. Auf der Adresse 0 ist die System Voltage. Ich würde sagen, wir holen einfach mal die LN Voltage Phase 1. Das ist bei der 4. Ist das Hex? Ja, das ist Hex. Sehr schön. Das heißt, wir holen hier mal die 0x004. Das ist ein Unsigned. What the heck? Das ist kein Float? Ich würde sagen, wir werfen es einfach mal gegen, gucken, was zurückkommt hier bei der Adresse 4, haben wir ja gesagt. Mit einem 4er Wort, das müsste eigentlich Float sein. Ich probiere es einfach mal aus, was er dazu sagt. Müssen wir beim Rest noch irgendwas beachten? Im Prinzip nein. Das Einzige, was ich jetzt noch ändern werde, ist hier oben das. Ich mache nämlich hier die Bezeichnung noch mit rein und gebe die hier auch mit raus. Wieso eigentlich XML? Moment. So, jetzt ist das Ganze in JSON. Das dürfte ein bisschen besser lesbar sein. Dann laden wir mal hoch, gucken, was passiert. Und da kommt nichts Sinnvolles zurück, wie es aussieht. So viel zu dem Thema. Auf der Adresse 4 antwortet nichts. Aber immerhin, wir kriegen die Werte hier als JSON, so wie es aussieht, zurück. Das sieht ja schon mal halbwegs richtig aus. Okay, hier fehlt noch ein Komma. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ich meine, was ich jetzt natürlich noch machen kann, das wäre hier mal statt der 004, die ich jetzt hatte, die 1004 zu benutzen oder 1002. Aber ich habe die dumme Befürchtung, allzu viel bringt das nicht. Und auch da kein Wert, der brauchbar ist. Also wahrscheinlich ist dann die Read-Funktion von der Library nicht ganz das, was ich dann gerne hätte. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal intern an, wie die Library funktioniert. Wir gehen auf Software Serial. Stimmt, das könnte auch noch sein, dass die Baudrate zu hoch ist. Gucken wir erstmal, was er hier sagt. Und hier ist tatsächlich ein paar Werte wohl festgelegt. Vergleichen wir die mal. Also erstmal holen wir die... Stimmt, die Knoten-ID. Gucken wir gleich erstmal, ob die Knoten-ID überhaupt stimmt. So, Slave Address 1, Function 03. Hier ist Function 04. Okay, also das ist offensichtlich Bullshit, was wir hier machen. Dann schicken wir dem mal eine 3. Start Address High Low 2, 3. Ja, das ist okay. Number of Words High Low 0, 2. Okay, das müsste im Zweifelsfall auch passen. Dann kommt 2 Byte als Error Check. 2 Byte als Error Check. Low Byte 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und danach wird eine 0 gesendet, wieso auch immer. Egal. Der Rest scheint halbwegs zu passen, wenn wir davon ausgehen, dass die CRC-Berechnung gleich ist. Und hier habe ich unseren Knoten gefunden. Der macht also ein Default auf 0x01. Ich meine, das müsste richtig sein. Der hatte, glaube ich, auch die Adresse 1 bei mir. Also laden wir das Ganze mal hoch. Okay, und ich glaube, wir haben ein allgemeines Problem. Ich habe jetzt mal den Originalcode geholt, nur den D3 hier weggenommen. Und hier kommt auch nichts raus. Also irgendwo haben wir da offenbar ein Problem. Okay, machen wir uns mal hier auf Fehlersuche, hochprofessionell mit Screenshots von Screenshots. Das hier war das Original, was richtig war. Das hier war das, was kaputt war. Und ich denke, ich habe da was gefunden. Denn, holen wir einfach mal den hier, machen mal den Hintergrund und so weg, sodass wir nur noch die Linien haben. Dann können wir jetzt beide gleichzeitig sehen und jetzt, lasst mal schauen, kriegen wir das irgendwo geskaliert. Das ist es. Wenn wir den hier hinschieben, ich denke, ihr seht schon, worauf es hinausläuft, oder? Also so ganz passt das nicht, aber es passt auf jeden Fall besser als eben. Ich glaube, wir haben das falsche Timing. Er sendet zu langsam. Im Prinzip müsste ich mir mal die Rohdaten auf der seriellen Schnittstelle dann noch angucken. Nicht, dass da schon was schief läuft.
Mein theoretisch hier ist 2,4 eingestellt und beim alten ist auch 2,4 eingestellt. Also das sollte passen. Da hat sich ja nichts dran geändert. Und yep, auch auf der seriellen Seite, das heißt noch vor dem Konverter, ist das Timing schon kaputt. Das heißt also, wir haben da irgendwo ein Problem dazwischen. Ich bin auch mal hingegangen, habe den kompletten Code von damals mir geholt, von der SCM120, habe den kompiliert. Auch da geht es nicht mehr. Das heißt, bei irgendeinem Update ist da was kaputt gegangen und ich habe es inzwischen eingegrenzt. Die Software Serial Library, die scheint irgendwie ein Problem mit dem ESP8266 zu haben. Da kommt es zu Problemen mit der aktuellen Version. Und das sieht doch jetzt deutlich besser aus. Ich kriege alle Werte, genau das, was ich gesucht habe, mit einem wunderbaren Tag 400. Die Version 4 klappt noch, die Version 5 klappt bei mir nicht mehr sauber. Whatever, ich weiß jetzt, welche Version ich brauche. Das integrierte Software-Serial ist offensichtlich kaputt. Also, ja, ich ersetze das dann auch mal in dem anderen Code und dann gehen wir mal wieder zu dem großen Zähler rüber. Und wenn ich jetzt hier sende, dann kommt auch tatsächlich hier eine Antwort. Das klingt doch schon mal gut. Ich meine, die sind teilweise Bullshit, aber hier sind Daten drin. Das sieht gut aus. Das heißt, ich krall mir das hier mal einfach und dann gucken wir mal, ob man da rauskriegen, was das ist. Was sollte denn zurückkommen? Ja, das sieht doch schon gut aus. 01, 03, 20. Ja, 01, 03, 20. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nullen habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nullen. Okay, das könnte natürlich hinkommen. Ich lese jetzt nur so viel Byte. Die eigentlichen Daten kommen ja erst danach. Auch wenn es mich gerade ein bisschen wundert, was denn hier so viel High-Low ist. Wobei vier Worte, okay, doch, das könnte hinkommen. Moment, was wäre denn 0AF2 umgerechnet? AF2, Dezimal sind 2802, okay. Frame Size ist 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber stopp, in dem Frame müssen die hier auch noch rein, ne? Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, die Frame Size muss ich auf 11 erhöhen. So, was willst du hier? SDM Array 0 muss die Node ID sein. Ja, kommt hin. SDM Array 1 muss das hier sein. Das kommt nicht hin. Da muss 0x03 sein. 8, 16, 32. Okay, das sind 64. Gut. Ignorieren wir den einfach mal, die ersten vier, und krallen uns dann die nächsten. Okay, mit etwas Glück stimmt das jetzt. Das sieht gut aus, da kommt was zurück. Da haben wir zwar einen CAC-Error, aber das kriegen wir auch noch hin. So, was haben wir denn Schönes? So, 1 ist die Node-ID, 3 ist Function, 8 Words, Bytes. So, für uns interessant ist das hier, das wäre 0, 0, jetzt haben wir 0366 in Hexadezimal, wäre 870, könnte 870 mA sein. Haben wir bei der Voltage auch eine Antwort? Oh, warte mal, bei der Voltage haben wir auch eine Antwort. Die ist aber kürzer, wieso ist die kürzer? Dann nehmen wir uns mal einfach so eine Zeile und gucken mal durch, wo es hängen könnte. So, 138, okay. Hier kommen unsere Werte, die uns interessieren. 3 davon. 06, 0a, 6, 8. In Dezimal. Das könnte hinkommen. Wenn das Millivolt sind, 395,88 Volt. Das klingt für Phase auf Phase eigentlich halbwegs sinnvoll. Das heißt, das Einzige, was wir gucken müssen, wir haben halt hier momentan eine Float-Berechnung bei uns im Code, aber das, was wir zurückbekommen, sind keine Floats. Das sind unsigned und signed und wieso die hier Float erklärt haben, weiß ich nicht, weil Float wird hier nirgendwo in den Registern verwendet. Gut, das bekommen wir, denke ich, hin. Ich denke, wir können im Prinzip auch alles auf signed lassen, weil so groß werden die Zahlen eh nicht. Unsigned Integer. Ist der Moment nicht unsigned Integer, sondern wir machen das direkt richtig. Uint 32t. Read Value macht kein Float mehr, sondern ein uint 32t. In unserem Struct haben wir jetzt keine Floats mehr, sondern uint 32t. Bingo! Wir haben Werte. Die sehen richtig und gut aus. Gut, ich werde jetzt mal die ganzen Register eintragen und dann
Ja, ein Webinterface noch basteln. Dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf den Code. Das Ganze basiert auf dem SDM Energy Meter von Reaper 7. Ich habe das hier entsprechend dann angepasst. Hauptsächlich natürlich die Register. Die haben wir ja gesehen, die sind alle anders. Die habe ich hier alle schön reingemacht, dass man jetzt da immer weiß, was wo ist. Das heißt also, die Spannungen für LN, für LL, also zwischen den Phasen oder gegen Neutralleiter. Die Ströme, Power Factor, Adaptive Power, Reactive und Active Power. Die Frequenz können wir auch auslesen. Die einzelnen Zähler für Import, Export und die Peak-Sachen sind auch drin, wobei ich die noch nicht groß getestet habe. Sollte aber im Zweifelsfall passen. Der restliche Code ist hauptsächlich identisch, halt mit den Sachen geändert. Was aber die größte Änderung ist, das dürfte wohl das hier sein. Das ist ein bisschen HTML und das sorgt dafür, dass das Ganze jetzt dann auch nicht nur eine Tabelle ist, sondern ein bisschen mehr Funktionen hat. Wie man so eine HTML-Datei auf den ESP speichert, das hatte ich ja schon mal gezeigt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, Video oben in der Karte. Was aber hier halt drin ist, hauptsächlich, was das schön macht, ist die Chart.js-Library. Die wird hier extern nachgeladen, man kann sie auch runterladen und mit auf den ESP werfen. Das sollte platztechnisch auch passen für die Leute, die halt lieber offline arbeiten. Beziehungsweise, ja nicht offline, aber ohne aus dem Internet Dinge nachzuladen. Und was wir hier machen, das ist im Prinzip ja die Netzspannung LN zwischen den einzelnen Phasen, dann den Strom. Alle Werte im Prinzip hier über einen Meter ausgeben und dazu gibt es dann jeweils auch noch ein Div. Die haben alle IDs und diese IDs werden natürlich gebraucht. Das kommt dann nämlich am Ende, wenn wir hier mal hingehen zum JavaScript-Bereich. Dann haben wir nämlich hier das, was ich auch schon mal gezeigt hatte, nämlich so eine Update-Routine, die regelmäßig Dinge runterlädt. In dem Fall hier als JSON, und das haben wir ja eben erzeugt gehabt in unserem Code. Und dieses JSON, das updatet dann die einzelnen Blöcke. Was aber auch gemacht wird, das ist hier das, und zwar wir packen diesen Chart an, diese Diagramme von der Library. Da wird hinten einfach eine Value dran gemacht und später dann vorne die Value weggemacht, wenn das Ding zu lang wird. Was wir dann ebenfalls noch haben, das ist etwas zum Konfigurieren. Und zwar können wir über Cookies und mit Checkboxen auswählen, was wir denn haben wollen und was nicht. Und das sind diese ganzen Sachen, die hier unten drin sind, die kann man alle einzeln da drin konfigurieren und so auswählen, was man haben möchte, was nicht. Und das Schöne ist, das ist halt alles JavaScript. Das heißt, das läuft im Browser und macht den ESP nicht langsamer. Und fertig kann das Ganze dann zum Beispiel so aussehen. Wir haben hier jeweils einen Block mit den einzelnen Sachen, die es gibt. Also die Spannung zwischen L und N, der Strom, Werkleistung und so weiter und so fort. Für jede Phase gibt es dann hier so einen schönen Balken, der anzeigt, ob das alles okay ist, was es genau für ein Wert ist. Und es gibt ein Diagramm unten drunter, wo wir dann entsprechend auch die Historie sehen. Das Ganze ist zumindest auch grob mit sinnvollen Werten vordefiniert. Das heißt, wir können hier direkt sehen, okay, das ist irgendwie alles noch im grünen Bereich. Der Leistungsfaktor hier, 0,65er Leistungsfaktor ist vielleicht nicht so prickelnd. Da sollte man eventuell mal nachgucken, was das soll. Ich meine, in dem Fall ist es überschaubar. Auf der Phase ist gerade eine Last von 88 Ampere. Das ist jetzt nicht so viel. Da kann dann schon mal ein Netzteil was reißen. Genauso die Zähler, die werden ja auch angezeigt, auch wenn ich hier gerade merke, dass ich eventuell mal die Zahlensysteme nochmal prüfen sollte. Und wie gesagt, wir haben hier so einen Kasten Konfiguration. Das heißt, wenn uns jetzt zum Beispiel die Scheinleistung, Blindleistung und so nicht interessiert, na dann machen wir halt die Scheinleistung und die Blindleistung weg. Und entsprechend ja, sind jetzt die Kästen weg und nur noch das ist da. Genauso können wir auch einzelne Phasen abschalten oder wir können sagen, okay, wir wollen zum Beispiel für die Blindleistung keinen Graphen haben. Dann geht natürlich auch das, was natürlich jetzt nur mäßig Sinn macht, weil die ist ja ausgeblendet. Dann müssen wir hier bei der Wirklastung den Graph wegmachen. Jetzt wird der nach einem kurzen Moment verschwinden und entsprechend auch nicht mehr im Hintergrund aktualisiert. Hier sehen wir jetzt auch eine schöne Sache. Hier sehen wir nämlich, ist die Spannung gerade ein gutes Stück hochgegangen, wieso auch immer. Das passiert hier manchmal. Was man ebenfalls machen kann, ist hier unten den Strom pro Kilowattstunde eingeben. Das heißt, wenn man irgendwie 0, was weiß ich, wo sind wir, 25 oder sowas einträgt, dann sollte er theoretisch nach und nach hier auch die Preise hinzuzählen.
Genauso kann man sagen, wie oft soll er denn versuchen, neue Werte zu laden und wie viele soll er in der Historie von den Diagrammen drin halten. Und wenn man lange genug laufen lässt, dann sehen wir jetzt auch hier, jedes Mal, wenn hinten einer dazukommt, geht vorne jetzt ein Wert weg, sodass da das Diagramm nie zu voll wird. Ja, und ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus. Die Werte kommen richtig rein, genauso wie ich das haben wollte. Und die Statistiken sehen auch ganz gut aus, wenn wir die auch hier entsprechend anzeigen können. Das ist alles passend. Das hier ist natürlich nur, um den aktuellen Zustand zu gucken. Das ist gut, wenn man mal drauf gehen will, mal gucken will, wie sieht es jetzt aus. Allerdings hier diese Graphen, die haben natürlich keine Historie. Das heißt also, wenn man Langzeitaufzeichnungen haben möchte, dann bleibt der alte Weg natürlich weiterhin offen. Das heißt also InfluxDB mit Grafana oder Erfolgszähler und ähnliche Dinge. Ich habe hier, wie man auf der linken Seite sehen kann, auch ein entsprechendes Skript laufen, was jetzt hier meine JSON-Datei vom Zähler einfach krallt und dann in einen Volkszähler in dem Fall packt. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal ganz gut. Kann man natürlich auch als Push machen, das heißt also auf dem ESP selber ist noch genügend Programmspeicherplatz, dass der auch die Messwerte aktiv regelmäßig irgendwo hinschicken kann für die Leute, die halt Pollen nicht so mögen. Für mich ist das ja ausreichend, von daher lasse ich das einfach mal so weiterlaufen. Die Quellcodes hier für diese Webseite und so und allgemein zur Zähleransteuerung, die sind wie immer unten verlinkt und liegen irgendwo auf GitHub und meiner Webseite und so weiter herum. Gerade hier die Seite kann man natürlich auch wahrscheinlich mit ein paar Handgriffen auf einen anderen Zähler umbauen. Da muss man halt nur den Auslesecode so gestalten von dem jeweiligen Zähler, dass eine irgendwie kompatible JSON-Datei rauskommt. Das sollte machbar sein. Und ansonsten, ihr seht ja, hier ist im Moment so ein bisschen Last drauf, 700 Watt, das Ding hängt jetzt hier halt in meiner Werkstattecke. Da werde ich jetzt mal beobachten, wie er sich macht. Bisher hält er ganz gut durch, selbst das Display, was ich ja repariert hatte, hat bisher durchgehalten. Die Messwerte scheinen zu stimmen und ja, ich würde mal sagen, allgemein tut das Ding offenbar, was es soll.